Hallo ihr Lieben, heute gibt es mit Abstand die leckersten Kekse aus der türkischen Küche. Und zwar Elmalı Kıtır Kurabiye, übersetzt einfach Apfelkekse aus Mürbeteig. Ihr findet zwar bereits ein Rezept auf meiner Seite, allerdings ist der Teig etwas anders. Mein vorhandenes Rezept ist nämlich ein weicher Teig und hierbei werden die Kekse mit einem Mürbeteig zubereitet. Die sind wirklich unglaublich knusprig und lecker. Jetzt geht es auch schon los mit den Zutaten und der Zubereitung. Für den Mürbeteig werden alle Zutaten zusammen in einer Rührschüssel schön geknetet. Das könnt ihr einfach mit der Küchenmaschine machen, mit den Händen oder zuerst zum Beispiel mit dem Knethaken und dann auch mit den Händen, so wie ich das gemacht habe. Übrigens findet ihr alle Mengenangaben natürlich unten in der Infobox. Und nachdem ihr den Teig geknetet habt, könnt ihr ihn einfach abdecken und schon mal auf Seite stellen. Und wir bereiten in der Zeit schon mal die Füllung zu. Für die Füllung benötigen wir Äpfel sowie Zimt, Zucker und gehackte Nüsse. Ihr könnt zum Beispiel Haselnüsse verwenden, Walnüsse oder auch andere Nüsse. Ich habe hierbei jetzt Walnüsse verwendet. Ich mag die Kombi wirklich sehr gerne. Zuerst die Äpfel schälen und dann raspeln. Diese dann in einer Pfanne mit dem Zucker auf höchster Stufe ca. 6 bis 8 Minuten dünsten, bis die Flüssigkeit verschwunden ist. Anschließend vom Herd nehmen und dann Zimt sowie die Nüsse hineingeben und gut vermischen. Und jetzt könnt ihr auch schon den Backofen auf 200 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen und 2 bis 3 Backbleche mit Backpapier auslegen. Und dann geht's schon weiter mit dem Formen. Jetzt kommen wir auch schon zum besten Part, und zwar die Kekse zu formen. Hierbei könnt ihr die Kekse wirklich in jeder beliebigen Form zubereiten. Und ich habe zum Beispiel Hörnchen geformt, dann habe ich zum Beispiel noch Schnecken geformt und dann noch eine aufgeklappte Variante. Das seht ihr jetzt auch im Video, wie ich die Kekse geformt habe. Die geformten Kekse werden dann auf das Backblech gesetzt. Anschließend werden sie für ca. 20 bis 25 Minuten gebacken, bis sie leicht goldbraun werden. Und hierbei bitte ein Auge drauf haben, denn jeder Backofen ist anders und es kommt natürlich auch auf die Größe der Kekse an. Daher kann es immer einige Minuten variieren. Vor dem Servieren die Kekse dann mit etwas Puderzucker bestreuen und dann könnt ihr sie auch schon vernaschen und genießen. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Nachbacken. Lasst es euch auf jeden Fall schon mal schmecken. Und die Kekse halten sich übrigens in einer luftdichten Keksdose 3 bis 4 Wochen frisch. Und die genauen Mengenangaben zum Rezept findet ihr, wie gesagt, unten in der Infobox.